Okay. Ich komme doch noch mal auf einen Problembereich, und da sind Herr Groh und Herr Schurmann wahrscheinlich meine Ansprechpartner. Das reflektieren sicherlich auch viele Lehrer, reflektieren wahrscheinlich viele Eltern, nämlich auch einen direkten, unterstellten Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Gewalt. Herr Schaumann, Sie haben das selbst schon gesagt, also es läuft im Prinzip auch im Fernsehen alles, was das Herz begehrt, auch zu Zeiten, wo Kinder und Jugendliche locker einen Zugang haben zur Mediennutzung, zur Fernsehkonsum. Sind da tatsächlich die Hemmschwelle, also ist das für Sie, gibt es aus Ihrem Erfahrungshorizont Beispiele, wo Sie ganz klar sagen, da führen Sie einen direkten Zusammenhang zu Rate? Und die zweite Frage, die vielleicht dann auch die Eltern hier im Raum mit tangiert, wie soll man sich da verhalten? Ein Stichwort ist sicherlich auch schon diese Frage, Kontrolle und Helikopter damit gefallen, aber sicherlich diese Frage auch nochmal weiter drüber reden, was kann man da tun? Auch an Herrn Groh vielleicht diese Fragestellung. Aber fangen Sie durch an. Gut, das Problem ist ja folgendes: Wir haben gerade gesagt, im Fernsehen gibt es alles, was das Herz begehrt, in Anführungsstrichen. Im Internet gibt es wirklich alles. Nicht, was das Herz begehrt, sondern im Internet gibt es alles. Ich werde oft gefragt, warum gibt es das denn bei uns in Deutschland? Viele Eltern auf Elternabenden, und sage ich, das ist World Wide Web und das sind Zeiten, die sind nicht in Deutschland. Und wir haben halt wirklich, ob es jetzt Pornografie ist, ob es Gewaltdarstellungen sind, ob es, sagen wir, politische Tendenzen sind, die bei uns verboten sind, in allen, wirklich in allen Facetten kann man im Internet abrufen. Man kann Tötungsvideos im Internet abrufen, Gewaltvideos, also wirklich real. Und wenn ich immer Gewalt erlebe, zu Hause oder sehe, im Fernsehen, im Internet, bin ich natürlich der Meinung, stumpft das ab. Und man selber ist auch eventuell eher dazu geneigt, diese Gewalt anzuwenden. Oder auch in diesem Maße, wenn ich sehe, dass jemand prügelt, gerade als junger Mensch, ahme ich das vielleicht nach. Wir haben das oft in diesem Wrestling, was kam auf DSF jahrelang. Die Kinder kloppen sich in der Schule, aber wir haben da nur Spaß gemacht. Wir haben da nur Wrestling gespielt. Aber wenn die Kinder natürlich dann reelle Gewalttaten sehen oder sehr gut dargestellte Gewalttaten, mit, sagen wir mal, Tötungsszenen oder wie jemand am Boden liegend jemand fünfmal gegen den Kopf tritt, ist natürlich die Hemmschwelle, das selber zu machen, meiner Meinung nach geringer, als wenn ich sowas noch nie gesehen habe. Das bedeutet nicht, dass ein Täter automatisch zum ganz schlimmen Gewalttäter wird, nur weil er das gesehen hat. Und es gibt auch gewisse Menschen, die sich, die sich davon kaum beeindrucken lassen. Aber wir sind schon der Meinung bei uns, dass die Hemmschwelle sinkt dadurch. Mhm. Gut, das ist ja eigentlich ein typischer Fall für den Jugendschutz, oder? Das ist doch auch ein Thema. Also Jugendschutz von unserer Seite wird ja hauptsächlich als Präventionsangebot gesehen. Das heißt, der erzieherische Kinder- und Jugendschutz wird von unserem Fachdienst auch geleistet, wo es hauptsächlich auch um den Erwerb von sozialen Kompetenzen geht und Konfliktfähigkeit. Ich denke, auch das sind im Prinzip diese Kompetenzen, die genau da auch fehlen. Wir haben gerade in der letzten Woche, haben wir vom Fachdienst bzw. Jugendbildungswerk des Landkreises, der Kollege ist freundlicherweise auch hier, eine Veranstaltung durchgeführt zum Thema Cybermobbing, wo Schulklassen eingeladen waren. In Eisterberg, da hat eine Theatergruppe etwas vorgeführt. Und da muss ich sagen, ich war dann im Nachmittagsbereich in einem Workshop mit dabei. Und bei der Theatervorführung ist mir schon auch aufgefallen, da ging es schon darum, dass gerade Cybermobbing eine Sache ist, wo fast jeder reingeraten kann, auch ohne irgendwie großartig was dazu zu tun. Und das sich sehr schnell verselbstständigt. Und das ist ja auch eine große Art von Gewalt, die da fast passiert. Ja, und in den Schulen fast allgegenwärtig. Ja, das ist eine Sache, die, ja, wenn wir uns die Posts auf Facebook zum Beispiel anschauen, wie da kommuniziert wird, ich denke, das ist ja auch nicht das, wie die Alltagssprache ist. Da steckt auch schon Potenzial dahinter. Und dann, wenn sich da erstmal eine gewalttätige Kommunikation entwickelt und dann sich wirklich das polarisiert. Ich denke, das ist eine Form der Gewalt, wo wir auch letzte Woche darüber diskutiert haben, die dann sich so verselbstständigt, dass das wirklich für die Betroffenen ganz wenig Auswege lässt. Und das, denke ich, ist eine ganz spannende und bedenkliche Form
von Gewalt, die ja über das Internet auch eine Form annimmt, dass die Täter da sehr anonym agieren und im Prinzip kein Face-to-Face-Kontakt nötig ist, wenn überhaupt möglich. Und da, denke ich, muss man gucken, dass man da die möglichen Möglichkeiten zu sowas einfach eingrenzt. Und da geht es schon auch um soziale Kompetenzen. Ja, wie rede ich miteinander? Ist mir klar, was da passiert? Zum Beispiel habe ich in dem Workshop dann kurz erläutert, es ging dann um Facebook in dem Zusammenhang, dass es allein schon um die Einstellungen in dem Menü geht, wer kann mich überhaupt da alles sehen. Bei Jugendlichen ist es so, dass da meistens eine Voreinstellung existiert, dass Freunde und deren Freunde mein Profil sehen können. Aber wenn man hochrechnet, wie viele Freunde die haben, die Jugendlichen, ja, ich habe mal in der einen Klasse abgefragt, der Schnitt lag bei 400 ungefähr, ja. Und wenn deren Freunde auch 400 haben, dann sind wir schon bei 160.000 Leute, die das sehen können. Und das ist ein Rahmen, der für mich Öffentlichkeit darstellt. Also es ist nicht mehr irgendwie ein geschützter Rahmen, sondern das ist nicht zu kontrollieren. Ja. Und ich denke, das war auch so ein kleiner Augenöffner bei den Jugendlichen. Und das ist das, wo ich denke, damit befassen die sich eben nicht. Ja. Also technisch wissen die genau, wie die mit Facebook umgehen müssen, wesentlich besser als ich, ja, wie man darin agiert. Aber ich habe mir halt im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht und die Geschäftsbedingungen gelesen, was sonst kein Mensch macht. Ja. Aber das sind so Sachen, denke ich, was das unterscheidet, der Umgang von den Jugendlichen, die es nutzen, und der Pädagogen, die versuchen, einen verantwortlichen Umgang damit denen beizubringen. Ja, vielen Dank, das leite ich gleich im Gehör. Ja, sehr gerne. Ich würde mal nur deutlich machen, dass, weil wir im Begriff Medienkompetenz reden, und es häufig sich begrenzt auf die technische Kompetenz. Und ich denke, weil Henke es am Anfang gesagt hat, die heutigen Kinder und Jugendlichen sind Medienkompetenz, die sind es nicht, muss man ganz klar sagen. Sie sind es in der Hinsicht, dass sie mit den Geräten umgehen können, aber die Dimensionen, die eben beschrieben worden sind, wie wende ich Medien sozial ein, wie gehe ich moralisch damit um, da sind wir die Erwachsenen, die medienkompetent sind. Wir wissen das und wir müssen den Kindern und Jugendlichen zeigen, wie sie das verwenden. Deswegen finde ich immer so die Beschränkung der Medienkompetenz, die können mit der Technik umgehen. Wenn Sie mal genau fragen, warum Sie das und das gemacht haben, können Sie seltenen Fällen erklären. Sie können unbedarft damit umgehen, Sie wissen, wie das funktioniert, aber Sie wissen nicht, warum es funktioniert. Und ich denke, das sind viele Punkte, wo wir sehr, sehr vorsichtig sein sollten, die heutigen Kinder und Jugendlichen als medienkompetent zu schreiben. Sie können mit Medien umgehen, in bestimmter Art und Weise, aber Sie wissen auch nicht, wie. Und Sie können sich sozial verantwortlich, und das ist für mich bei Medienkompetenz ganz wichtig, nicht selten verwenden. Gut, da kommen wir doch gleich nochmal weiter auf den Auftrag, den dann wahrscheinlich vor allen Dingen auch Schule hat. Da sind Sie beide nochmal dran. Oder wollten Sie gleich einen dazu? Ein anderer, der sehr wichtig ist. Hat ja eben wurde gefragt, Jugendschutz. Praktischer Jugendschutz, der mit Menschen zu tun hat, den gibt es natürlich. Aber im Internet gibt es keinen Jugendschutz. Ich behaupte, auf deutschen Seiten ist er noch, sagen wir mal, sehr gut ausgeprägt. Bei vielen Fragen, ich sage mal, auf den DE-Seiten, wo, die sind meist gut geschützt. Und die schwarzen Schafe, die werden auch, sagen wir mal, von den Behörden ausgesondert. Aber außerhalb davon gibt es so gut wie keinen Jugendschutz. Ich sage mal, auf bestimmten Seiten ist der Jugendschutz 18, ja, nein. Und dann gibt es noch ganz scharfe Seiten, in Anführungsstrich vom Jugendschutz, da steht 21, ja oder nein, in englischer Sprache natürlich. Dann gebe ich ein, ich bin 18 oder 21, habe unbehinderten Zugang zu allen, aber wirklich allen problematischen Inhalten im Internet. Und das ist das Problem. Aber was wäre denn da Ihre Folge oder Ihre Forderung? Ich will es nicht ganz schwarz sehen, aber man hat eigentlich kaum eine Chance, dagegen vorzugehen. Ich muss mit meinen Kindern reden, ich muss sie darauf hinweisen. Aber selbst wenn mein Kind keinen Zugang hat oder ich gucke, es braucht nur zum Nachbarkind zu gehen, man hat ein Smartphone, man hat irgendwo einen Hotspot, wo man auch rein kann. Die Kinder haben immer die Möglichkeiten, auf diese Seiten zu gehen. Und das werden wir nie mehr im Leben verhindern können.